Ja, nicht nur die Polizei fährt hier natürlich regelmäßig vorbei, auch etwas öfters, weil ja hier das Amtsgericht ist und manche von denen ja hier auch mal eine Ladung hinhalten. Denn trotz der Einsturzgefahr gibt es hier in bestimmten Räumen wohl immer noch Zeugenvernahmen oder sowas, keine Ahnung. Auch andere bekannte Nachbarn fahren hier vorbei. Oder wie gerade eben dieser Beamte Österheld, der kam hier gerade aus dieser Richtung dort drüben. Er hatte mich wohl nicht gesehen, weil er sich auf den Verkehr konzentrieren musste. Aber auf dem Beifahrersitz die Frau, die schaute schon sehr interessiert hier rüber, hat dann offensichtlich ihr Mann nochmal auf mich aufmerksam gemacht, weshalb er dann hier an der Ampel gedreht hat und dann also eine Minute später in diese Richtung nochmals vorbeifuhr, damit er das auch hoffentlich gut sehen konnte. Ja, auf diesem Weg also einen netten Gruß an den Folterknast Gelsenkirchen, der mit diesem Beamten, naja, sagen wir mal, einen besonders guten Fang gemacht. Ja, interessant, auch eine Frau Österreich hat hier zumindest gearbeitet. Wir haben ja hier darüber berichtet, in der Auseinandersetzung mit dem guten Herrn Österheld, weil wir angeblich seine Adresse veröffentlicht haben, was ich ja bestritten habe, da ich ja keine Hausnummer veröffentlicht habe. Und ja, da war es schon sehr hilfreich, dass hier eine Frau Österheld gearbeitet hat. Zwar nicht für mich, für die andere Seite, aber immerhin. So ist das mit dem Rechtsstaat hier. So, heute bleibe ich ein bisschen länger hier und habe auch gleich zwei Aktionen hintereinander gemacht. Erst die Aktion Aufklärung, warum das Amtsgericht wirklich einsturzgefährdet ist. Und jetzt habe ich umdekoriert. Bin auf die Freilassung von Gustl Mollat eingegangen. Und habe auf der anderen Seite auch noch mal zwei Plakate aufgehängt. Ja, inzwischen geht nämlich schon unser Herr Seehofer aus Bayern und die dortige Justizministerin für Gustl Mollat auf die Straße, zumindest hier in Gelsenkirchen. Herr Seehofer stellt also fest, dass Gustl Mollat kein Einzelfall ist. So. Und die Frau Merk hat das auch schon mitbekommen. Und tatsächlich ist das kein Einzelfall. Die Einlieferung der Psychiatrie steigt also stark an. Und auch die Verweildauer wird immer länger. Dazu passt auch, dass seit der Wiedervereinigung auch die Haftplätze, also nach der Wiedervereinigung, die Haftplätze stark ausgebaut wurden und, wie heute zu lesen war, immer mehr Kinder den Eltern vom Jugendamt weggenommen werden. Man sieht, glaube ich, an diesen drei Sachen schon recht deutlich, in welche Richtung wir hier hinsteuern. Mit freiheitlich-demokratischem Rechtsstaat hat das hier schon lange nichts mehr zu tun. Ich glaube, diese Zahlen könnten auch langsam ein paar Leuten mehr die Augen öffnen.